Am Ende eines jeden Lebens steht der Tod. Doch wohin geht unsere Seele dann? Sag an welchen Ort. Und so oft ich auch die Hände falte und gen Himmel rede, die Erkenntnis offenbart sich nicht, so sehr ich danach strebe. Ist es vielleicht nur das Nichts? Doch verdammt, wie fühlt sich nichts an? Was ist dort am Ende des Tunnels hinter der Lichtwand? Kirchen predigen von Genügsamkeit und Entsagung, weil sie glauben zu wissen, was uns dort oben erwartet. Es gibt Geschichten zuhauf, realer Nahtoderfahrung, und dass sie ohne Angst fort waren in glücklicher Erwartung. Und die Reinkarnation, welche Rolle spielt das Karma, wenn wir ihn verlassen haben, den heimischen Lebenshafen? Müssen wir dann einen Preis zahlen für Schlechtes, was wir taten? Oder finden wir die Erlösung durch göttliche Gnade? Ich ermahne nicht, ich frage dich, auf dass wir sie erlangen. Komme Weisheit, auch wenn es nach dem Herz stillstand. Die Eltern hören ihr Baby schreien, das erste Mal im Kreißsaal. Das Grab seiner Frau schaut der schwache Tatargreis an. Die Ameisen verschwanden erst, als alle Knochen weiß waren. Der Kreislauf des Lebens hat am Ende seinen Anfang. Ein unsichtbares Band ist das, was uns verbindet. Das Licht lässt uns sehen, der Tod kommt und nimmt es. Die Lebenszeit schwindet, so viel sie versprach. Und so atmen wir von der Wiege bis ins Grab. In welchem Buch du Zuflucht suchst, zu welchem Gott du auch betest. Ich hoffe wirklich für dich, dass es nicht nur ein Selbstgespräch ist. Erst wenn der Tag gekommen ist, dann wissen wir alles oder nichts. Was kommt danach, was war davor? Seh mich stehend an der Klippe mit ausgestreckten Armen. Ich spanne meine Flügel, auch wenn ich nicht fliegen kann. Mit den Händen greif ich einen Kieselstein am Wegesrand. Dennoch er liegt leblos da, wie wir alle irgendwann. Sag mir, was ist, wenn wir unsere Augen ein letztes Mal schließen? Unsere physische Hülle für wahrlich komplett ausgedient hat. Was ist mit dem Geist, der Essenz unseres Seins, die so allgegenwärtig ist beim Schreiben dieser Zeilen? Denn wir sind nicht nur aus Fleisch, Blut und Protein oder dreidimensionale Körper der Geometrie. Wir sind mehr, als du in den Aminosäuren lesen kannst. Dein Leben wird nicht reichen zu begreifen, was all das umfasst. Und so lachen wir, trauern oder weinen. Soll das Schicksal eine Prüfung oder purer Zufall sein? Sag mir, in welchen Strudel tauche ich ein, wenn mein Körper sich zersetzt? Was passiert mit dem Bewusstsein? Sieht ein Mörder dasselbe nach seinem Tod? Wie ein frommer Kirchengänger nach dem letzten Atemzug? Wird die Summe aller Taten das Produkt unseres Handelns auf den Weg, den wir beschreiten, irgendeinen Einfluss haben? Auch der sehnsüchtige Greis ist zu Asche nun geworden, liegt nun neben seiner Frau, die vor Jahren schon verstorben ist. Sind wir Teil einer endlos Spirale oder sterbliche Geiseln? Punkte auf dem Zeitstrahl. In welchem Buch du Zuflucht suchst, zu welchem Gott du auch betest. Ich hoffe wirklich für dich, dass es nicht nur ein Selbstgespräch ist. Erst wenn der Tag gekommen ist, dann wissen wir alles oder nichts. Was kommt danach, was war davor? Wenn die Uhr stoppt und du weißt, es ist Zeit zu gehen, wirst du alles, was du liebst, noch einmal im Zeitraffer sehen. Das Blut pumpt durch Feinste der kleinsten Arterien und die Seele wird wie durch Fäden getragen, aus dem Leibe schweben. Yeah, doch sag mir, wie und wo es weitergeht, wenn ein jeder von uns dahin scheidet und an der Schwelle steht. Wir werden es erst wissen, wenn der jüngste Tag gekommen ist, ob wirklich goldenes Licht am Ende dieses Tunnels ist.